einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Tele-Stammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber, Stu. Hallo und willkommen zur allerersten Folge von Tele Stammtisch Late Night, dem wohl besten Podcast-Format des Tele Stammtisch. So viel kann man vielleicht sagen. Ich bin jetzt du, ich habe die große Ehre, diesen Bums hier zu moderieren, und weil unser Chef sich dachte, hey, der Stu alleine, das kann nicht gut funktionieren, ist der Max auch dabei. Hallo Max. Hallo Stu. Und ja. Ja. Hi. Da sind wir nun, ne? Ja, nee. Ich möge bitte erklären, ich bin wie deine Handpuppe zu behandeln. Also soll ich mich auf dich draufsetzen, bis du... Okay. Ja. Kurze Erklärung, was ist Telestammtisch Late Night? Es ist relativ einfach. Wir haben eine sehr große Redaktion von mittlerweile über 40, wenn nicht sogar 50 Mitgliedern, und die möchten wir euch in diesem Format vorstellen. In jeder Ausgabe haben wir einen davon zu Gast und werden ihnen ein paar Fragen stellen und, wenn es gut läuft, ihn damit diffamieren, was wir über ihn herausgefunden haben. Wir haben auch keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, unsere gar nicht. Spione in ganz Internet rauszuschicken und wirklich in den tiefsten Ecken zu graben. Ja, und da ist ja wohl dann auch einiges rausgekommen. Ja, und außerdem wollen wir euch in diesem Format auch immer so ein bisschen Infos und geben, was ist gerade so beim Telestammtisch los. Aktuell ist beim Telestammtisch viel los, aber es gibt aktuell auch noch nichts, was richtig so greifbar ist, nenne ich es mal. Wir haben jetzt einen Discord-Server oder Channel, wie heißt das? Ist das Server, ich glaube Server. Er hat mich immer gefragt, wollen Sie einen eigenen Server erstellen? Von dem her, denke ich mal, ist das der korrekte Begriff. Okay, ja. Da sind wir gerade dran. Wir arbeiten auch an einer Webseite, und das ist, wird auch gerade hier und da wird dran gewerkelt. Aber da habe ich jetzt nichts mit zu tun, und Max, du glaube ich jetzt auch nicht, oder? Nee, aber wir kriegen die Infos natürlich immer backfrisch vom Chef höchstpersönlich geliefert. Und naja, wie es immer so schön heißt, er schießt nicht die Boten. Falls hier irgendetwas verkündet wird, was euch nicht gefallen wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es wird demnächst ein Late-Night-Format vom Telestammtisch geben, dann macht nicht uns dafür verantwortlich, sondern Andi. Genau, unseren geliebten Chef Andi, den einzigen, den wir haben, den einzigen, den wir wollen, den einzigen, den wir bekommen. Ja, genau. Ja, eigentlich... Ich will ehrlich sein. Ich dachte eigentlich, erste Folge Telestammtisch Late Night, da müssen wir mit einem richtigen Hammergast anfangen. Und da fiel mir als erstes natürlich ein, unser geliebter Chef, unser gottgleicher Andi. Der hat aber so viel um die Ohren, dass er gesagt hat, nee, nimmt mal jemand anderen. Und ja, der Einzige, den wir bekommen haben, weil er nicht so schnell laufen konnte wie die anderen, ist der Paul. Hallo. Hallo, Paul, schön, dass du hier bist. Paul, bevor wir mal ins so ein bisschen in Medias Res gehen, glaube ich, heißt das, haben wir etwas vorbereitet, nämlich für euch da draußen, die den Paul vielleicht doch nicht kennen, was durchaus verständlich ist, haben wir einen kurzen Text zusammengeschrieben, um ihn mal vorzustellen. Und Max, kannst du ihn bitte kurz vorlesen? Ja, Stu, das werde ich machen. Ich drücke jetzt auf den Knopf, den ich lasse vorlesen. Wer auf Besprechungen von Blockbuster-Spektakeln und Superhelden-Abenteuern steht, der wird ihn wahrscheinlich nur selten beim Telestammtisch gehört haben. Gemeint ist Paul. Einfach nur Paul. Der Jungspund des Telestammtisch ist meistens dann am Start, wenn es um das Rezensieren von Werken abseits des Mainstreams geht. Natürlich gibt es Ausnahmen. Und natürlich könnte Paul auch problemlos den neuen Disney-Film besprechen, wenn man ihn darum bitten würde. Aber wer würde das tun? Wer ist schon so gemein und gibt einem Trüffelschwein nur ranziges Futter? Wir tun das jedenfalls nicht.
Für den Telestammtisch ist Paul nicht nur hinter dem Mikro, sondern auch oft genug hinter dem Laptop aktiv. Denn er gehört zu der illustren Runde, die unsere Podcasts schneiden. Keine Ahnung, wie die sich nennen, wir bezeichnen sie aber gerne die Schnitt. Als wäre das noch nicht genug, geht Paul mit dem Kollegen Lukas seit einiger Zeit auf cineastische Weltreise. Nebenbei studiert er auch noch uninteressantes Zeug und quasi als Kirsche auf dem bald anstehenden Burnout schreibt er auch noch Bücher. Eines davon könnte schon bald in eurem Regal stehen, wenn ihr es kauft. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist und sind uns sicher, er kann uns verraten, was gegen Schreibblockaden und filmisches Fernweh hilft. Herzlich willkommen, der Mann, der zu nett für einen Nachnamen ist, Paul. Wunderschön. Hallo. Hallo. Nochmal. Paul, obwohl du so jung bist, also du bist ja wirklich verschissen jung, also eigentlich ist es eine Beleidigung, dass du überhaupt hier anwesend bist, weil jetzt fühlen sich Max und ich echt tierisch alt, aber gut, wir blenden das mal aus. Obwohl du so jung bist, bist du ja wirklich einer der aktivsten Telestammtischer, oder? Ja, ich glaube auch. Okay, ja. Ich mag, ich weiß, Max, weißt du, was ich an dem Paul am meisten mag? Ja, seine unglaubliche Direktheit, sein Pragmatismus. Ja, also egal wo Paul ist, er bringt sofort so eine Art von Begeisterung mit, die einfach ansteckend ist. Ne? Also es ist der Wahnsinn, wirklich. Ich bin noch ein bisschen gerührt vom Einlesungstext. Ah, schade, ich wollte dich eigentlich beleidigen. Egal. Paul, beginnen wir mal unsere Fragerunde mit einer ganz einfachen Frage. Was war dein allererster Podcast beim Telestammtisch? Mein allererster Podcast war ein Podcast zu John Africa oder John Africa mit der lieben Kollegin Anna Spieß. Ja. Anna Spieß, sag mir was, liebe Grüße. John Africa sagt mir gar nichts. Ich glaube, das geht den meisten da draußen so. Gab es denn jetzt in deiner bisherigen Telestammtisch-Podcast-Karriere einen Podcast, auf den du besonders stolz zurückblickst, weil du glaubst, was du da geleistet hast oder das Endergebnis war gut, sehr gut sogar? Das Endergebnis war gut. Also ich hoffe natürlich, dass bei den meisten Casts das Endergebnis irgendwie gut ist, aber also so, wo ich vielleicht noch mit am stolzesten war, was auch der erste Cast war, den ich komplett geschnitten habe und wo ich komplett für die Moderation und so zuständig war, das war der Cast zur dritten Staffel von Dark, der Netflix-Serie. Und den habe ich zum ersten Mal ganz alleine organisiert und dann alle vier Spuren geschnitten. Und das war schon, da war ich aufgeregt und war aber auch mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Okay, gerade bei, ich habe Dark nicht gesehen. Aber ich weiß, welchen Ruf diese Serie hat. Also das stelle ich mir echt ein bisschen schwierig vor, dann noch vier Spuren zu schneiden. Ja, ich hatte, glaube ich, auch 15 Notizseiten oder so und hatte Gott sei Dank noch einen guten Freund mit dabei. Ja, da war die Aufregung nicht ganz so groß, aber ja. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, du bist ja bei unserer Schnitt, ja? Trefft ihr euch dann im World Wide Web einmal pro Woche und dann wird verteilt, pass auf, du machst den Cast oder ist das mehr so ein, da ist was, das mache ich jetzt. Ja, eher letzteres. Max ist übrigens auch bei den Schnitt. Und ja, im Grunde ist es so, wir gucken, was reinkommt und dann setzt sich der ran, der gerade Zeit hat oder der gerade Lust drauf hat. Ich schneide meine Besprechungen meistens selber, weil ich mit mir dann am kritischsten bin und dann bei mir noch dran rumwerkeln kann. Ja, ansonsten wird das geschnitten, was anliegt, so ungefähr. Aber du kannst mir nicht erzählen, wirklich, dass wenn jetzt so ein Cast reinkommt, von wegen, ja, hier haben 8 Leute über einen 24-Stunden-Film geredet, der Rohschnitt dieses Podcasts geht 3,5 Stunden, kannst du mir nicht erklären, dass das heißt, okay, mach ich. Das kommt auch ganz auf den Film drauf an. Also manchmal bin ich auch so schon interessiert an der Besprechung, wenn es jetzt gerade an so ein Film ist, wie Tenet habe ich zum Beispiel geschnitten. Da war ich schon so ein bisschen neugierig. Na, wie ist er denn nun angekommen? Da habe ich den geschnitten. Der war ja zum Glück spoilerfrei und so weiter. Und ja, bei manchen kommt dann schon eher der Zeitdruck dahinter, wenn er sagen muss, ja, der ist aber jetzt für die Ausgabe hier eingeplant, der müsste jetzt schon mal noch geschnitten werden. Und je nachdem, wann sich dann wer zuckt, dann landet man dann vielleicht doch nochmal in so einer 20 bis 30 Minuten Besprechung, die man dann irgendwie runterkürzt auf eine Viertelstunde oder was. Also können die Schnitt sich besonders gut totstellen?
Ja, manchmal schon. Okay. Besonders wenn es irgendeine Serie ist oder irgendein Film, den keiner kennt, und dann geht die Besprechung dazu eine Stunde oder so. Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Aber gab es dann auch mal einen Cast, wo du echt sagst, rückblickend gesehen, ah, Kacke, der ist nicht gelungen? Ja, von denen, die ich geschnitten habe oder von denen, die ich gemacht habe? Beides gerne. Also, geschnitten, ich hatte jetzt mal einen Cast ohne Ende, wo einfach die Abmoderation so ein bisschen gefehlt hat und man ist sofort ins Nachgespräch, was man ja normalerweise nach der Besprechung noch so macht, eben halt noch so ein bisschen plaudern, und irgendwie gab es da keinen Bruch und plötzlich war der Podcast zu Ende oder die Besprechung zu Ende und die zwei Redakteure, die haben einfach noch ein bisschen weiter geredet, da musste ich dann so ein bisschen was zurechtschneiden. Das war jetzt nicht sonderlich schlimm, aber es gibt auch welche, wo man halt dann viele Ams oder so raushauen muss, damit es ein bisschen mehr Flow bekommt. Ja, und selber, man merkt es eben in Besprechungen, man merkt, wenn man eine Besprechung hat und die dann nicht so läuft, wo man merkt, ah, das lief gerade nicht so gut, aber das kann man dann zum Beispiel auch durch den Schnitt dann wieder etwas besser machen oder etwas fluffiger. Okay, ich bin ja nicht bei den Schnitten, weil ich bin hier Moderator, ich bin ein besonderes Spezies. Denkst du? Ja, denke ich. Nee, das denkt leider niemand. Ja, okay. Aber ich habe es hier immerhin als Moderator. Paul, ne, wenn du dich anstrengst, schaffst du es vielleicht auch eines Tages, deine eigene Late-Night-Show beim Pele-Stammtisch zu moderieren. Wir bräuchten noch ein Frühstücksfernsehen, glaube ich. Ja, genau, genau. Das ist gut, ja. Also, lebe deinen Traum, Paul. Ne? Lebe deinen Traum. Aber wie bist du überhaupt zum Pele-Stammtisch gekommen? Andi hat mich angeschrieben. Auf Instagram habe ich schon so ein paar Meinungen manchmal veröffentlicht zu Filmen, die ich entweder gerade im Kino gesehen habe oder in der Sneak gesehen habe. Und unter einer ploppte plötzlich so ein Kommentar von einem Tele-Stammtisch auf. Die Besprechung, die war dann leider schon vergeben, als ich mich zurückgemeldet habe. Ich hatte dann nämlich erst irgendwie so nach einer Woche habe ich die Anfrage gesehen, weil sonst niemand kommentiert hat. aber dann habe ich ihn zurückgeschrieben, habe gedacht, ey, Podcast voll gut, ja, also, wenn nochmal die Gelegenheit ist, dann gern. Und dann hat er mir John Africa gegeben. Was für ein guter Mann, ein hoher unser Chef Andi. Chef Andi, wir lieben dich. Bitte setz dich ab. Du weißt es noch, und wir wurden entführt. Also das kam, ich ging auf der Straße entlang und wurde dann in so ein schwarzes Auto reingezogen. Ja, bei mir war es ähnlich. Ja. Ich habe mich gefragt, oh, wer schickt mir denn Pralinen? Also, naja. Ja, gut. Aber gut, das waren andere Zeiten. Der Max und ich sind ja etwas länger schon beim Teleshop, aber auch nicht so lange. Also wir sind, glaube ich, auch nicht die Stammesältesten. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Aber Paul, du bist ja, wie ich schon sagte, auch einer der Aktivsten. Warum tust du dir das an? Hauptsächlich, damit ich viele schöne Filme sehen kann. Das ist wenigstens ehrlich. Und ja, der Rest ist halt so ein bisschen, wie gesagt, manchmal interessiert es mich halt auch schon vorab, da kann ich nicht länger warten, da will ich unbedingt wissen, okay, wie ist dieser Film jetzt angekommen, damit ich mir den unter anderem auch noch angucken kann. Und das hat dann zur Folge, dass eben das hier nicht nur ein Zeitfresser ist, sondern manchmal auch ein Geldfresser, weil ich mir dann denke, fuck, den Film muss ich jetzt doch auch noch irgendwie sehen. Ja, jetzt haben wir ja schon in der Erklärung, also deinem Vorstellungstext, erfahren, dass du nicht so zu Hause bist, wenn es so um Blockbuster und Hollywood-Spektakel geht. Also komm, sei ehrlich, das ist nicht so deine Baustelle. Also ich würde dich so einschätzen, du bist niemand, der von sich aus sagt, das ist alles Kacke, interessiert mich nicht. Aber ich finde, du hast deinen filmischen Fokus schon woanders gelegt, oder? Ja, das stimmt schon. Wobei ich, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch das Gegenteil gesagt hätte. Also ich bin auch, ich liebe zum Beispiel Star Wars und ich mag auch, also ich habe auch alle Marvel-Filme gesehen oder so. Aber ja, mittlerweile merke ich auch, wie sich so ein bisschen zumindest da mein Interesse verschiebt. Warum, das ist jetzt eher eigentlich eine Frage an Chef Andi, aber warum bist du dann nicht öfter in solchen Star Wars oder Marvel oder DC-Casts zu hören? Denn
Ja. Ich habe da eine Theorie. Nein, wirst du dann nicht gefragt? Nee, ich glaube, ich lasse lieber die, also ich lasse dann lieber die rein. Ich bin halt längst nicht so, wenn man jetzt hier die Recaps so zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier anhört, bin ich halt längst nicht so tief drin wie zum Beispiel Sam oder Patrick. Also ich habe auch keine Comics gelesen oder so. Ich habe halt alle Filme gesehen und fand, ja, also ich fand auch welche richtig schlecht, aber ich fand auch welche gut und na, aber ich sehe mich da nicht so groß mit dem Wissen und dann sollen ruhig die das machen, die da wirklich tief drinstehen und die da auch eine, vielleicht noch eine größere Leidenschaft mitbringen als ich. Also das macht doch eigentlich so ein Podcast erst interessant. Also manchmal geht's nicht anders aus diversen Gründen, dass halt dann nur zwei oder drei Fanboys da sitzen und über irgendwas besprechen, was ja auch durchaus interessant sein kann. Aber ich für jemanden, der zum Beispiel auch alle Marvel-Filme gesehen hat, aber noch nie einen Marvel-Comic gelesen hat, gleiches gilt für Star Wars. Ich würde mich als Star Wars-Fan bezeichnen, aber jetzt keiner, der wirklich als, glaube ich, heutzutage als Fan durchgehen würde. Aber gerade das ist interessant, wenn du halt auch Stimmen in einem Podcast, in einer Besprechung dabei hast, die halt eben nicht nur sagen, ey, übrigens, das war eine Referenz auf dieses Comic-Heft und guck mal, da arbeiten sie schon mal drauf hin auf den nächsten Teil, sondern einfach sich dahin setzt und sagt, okay, ich habe den Film gesehen und das sind meine Empfindungen und Meinungen dazu. Ja, das stimmt schon. Also ich meine, wir hatten das ja auch ich habe ja mit Christopher und mit Patrick im Dezember rum hier The Mandalorian zusammen besprochen. Und da war das schon so. Aber dann habe ich auch immer so das Gefühl, auch eigentlich tut es mir jetzt voll leid, da drauf jetzt rumzuhacken, weil ich halt sehe, wie viele da wirklich, also ich verstehe das, dieses Gegengewicht, das braucht es ja auch irgendwo. Ja, ich fühle mich wahrscheinlich nicht so wohl als... Ja. Verstehe ich das richtig, dass du also schon deine klare Meinung zu einzelnen Sachen hast, aber schon ein bisschen das Problem hast, dass du niemanden in Anführungszeichen verletzen möchtest? Ja, so ein bisschen ist das. Jetzt kam ja auch in letzter Zeit so ein Cut raus, der schon mal im Kino war, aber jetzt noch mal in einer längeren Version. Und auch da habe ich so... Ich habe eine lange Liste. Tut mir leid, aber es ist gerade sehr interessant, ja, dass Max gefühlt 5 Minuten gebraucht hat, um zu raffen, dass es der Snyder-Cut ist, der gemeint ist. Aber diese Umschiffung, das spricht auch ein bisschen Bände für wie es gerade derzeit im Inneren des Telestammtisch aussieht. Der Schneider-Cut ist der Voldemort des Telestammtisch. Ja. Und ich hab so eine Liste, was ich halt, also weil ich den mit einem Freund geguckt habe und also ich fand den halt echt nicht so pralle, aber und dann sehe ich so, und dann rede ich halt mit dem Werner oder so, der da wirklich sein will. Und dann ist es fast wieder ansteckend, obwohl ich eigentlich dann dort meine ganzen Punkte trotzdem dastehen habe. Deswegen, ja, es ist schwierig. Aber ich bin schon doch einer, der halt wirklich dann sagt, wie er es sieht. Hoffe ich zumindest. Okay, jetzt bist du ja auch des Öfteren auf Weltreise, zumindest cineastisch gesehen mit dem Kollegen Lukas, denn ihr habt ein formidables Projekt gestartet, die Telestammtisch Weltreise. Kannst du uns kurz erklären, für alle, die es nicht kennen, was das ist? Ja, wir suchen uns in jeder Folge ein Land bzw. eine Filmepoche aus diesem Land aus und dann gucken wir uns da ja eben die Filme an, die in diesem Zeitraum oder eben in diesem Land erschienen sind, die da besonders sind, die herausstechen oder die wir eben einfach empfehlen können, weil wir sie gesehen haben. Und das ist echt ein sehr, sehr schönes Format, in dem man sich schön fallen lassen kann und wo man dann auch mal schnell ein paar Dutzend Filme in einem Monat eben nur aus einem Land guckt und dann ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel erhält, meistens zumindest. Gibt es ein spezifisches Filmland, wo du sagst, hey, das ist mein Favorit? Nein, ich glaube nicht. Eins gibt's da nicht, aber ich muss schon sagen, dass wir haben jetzt einen Cast zu Japan gemacht und auch bald kommt ein Cast zu Nouvelle Vague, also Frankreich und Japan und Frankreich, die ringen da schon so ein bisschen rum, weil da fühle ich mich schon sehr wohl in diesen beiden, also zumindest filmisch gesehen in diesen beiden Ländern. Den zu der Nouvelle Vague kann ich euch nur empfehlen. Da haben wir Lukas und der Paul nämlich einen ganz hervorragenden Gast, der absolut keine Ahnung von der Nouvelle Vague hat, aber es... Bist du da mit dabei? Wer ist da wohl mit dabei? Jetzt hast du die Überraschung verdorben, Max, wirklich. Aber Paul, also die Weltreise, definitive Empfehlung, nicht nur, weil ich in einer Ausgabe mit dabei bin, sondern die ist wirklich sehr interessant und ihr redet da auch über Filme, von denen ich auch noch nie was gehört habe und ich dachte eigentlich immer, ich bin relativ
ja, gebildet ist jetzt übertrieben, aber dass ich mich ein bisschen auskenne, was filmisch so abgeht, also auch außerhalb von Hollywood. Aber da habt ihr mich eines Besseren belehrt, ihr kleinen Schweine. Naja. Oink, oink. Oink, oink. Paul, wir haben auch jetzt gelernt, dass du ein Autor bist. Du kleiner Tausendsasser. Was? Ja. Und es gibt ein Buch von dir, das ist schon erschienen. Also das kann man offiziell kaufen. Also wenn ihr den Titel bei Amazon eingibt, könnt ihr das kaufen und Paul reich machen. Wie heißt das Buch denn? Das Buch heißt Der Okumbra und das Geheimnis des kleinen Korsaren. Genau. Okumbra bitte mal buchstabieren. O-C-U-M-B-R-A. Danke. Okumbra. Gut, ist ja jetzt ernsthaft nicht so gängig. Ja. Ja, ich arbeite auch an dem Buch Cornichon und die Rache des Senfglases. Aber das ist ein späteres Projekt. Wie lange hast du gebraucht, um das Buch fertigzustellen? Und zwar von der ersten Idee bis zu dem der Auslieferung zu Amazon. Oh, krass. Also 3 Jahre, wenn du es jetzt so ungefähr, 3-4 Jahre vielleicht, weil manchmal verschwinden so Ideen mehrere Jahre oder so erstmal und dann irgendwie nach 2 Jahren schreibt man da weiter und dann wird es halt größer irgendwie. Aber dann richtig so geschrieben, 1 Jahr und dann nochmal 1 Jahr Lektorat und Korrektorat und Überarbeiten und so. Ja. Und genau, ist ja dann im Selbstpublishing erschienen. Ja, das ist das Rowohlt, Heine, Selbstpublishing, alles derselbe Verlag. Ist eben egal. Also, da würde ich, ist ja vollkommen egal. Das ist eine lange Zeit. Sehr lange Zeit. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben? Ich schreibe schon immer und ich habe auch schon das ein oder andere veröffentlicht. Auch noch unter meinem vollen Namen. Das werde ich jetzt hier aber nicht weiter ausbreiten. Aber nein, ich habe schon, wie gesagt, in der Grundschule habe ich schon Bücher geschrieben und sie meiner Klasse vorgelesen und dann halt immer so weiter. Und dann irgendwann habe ich halt gedacht, jetzt möchte ich auch mal was noch, also ein Buch, ein ganzes Buch veröffentlichen quasi, auf das ich dann auch stolz sein kann irgendwie? Ja, doch. Naja, also komm, ich, doch. Also, ich will ehrlich sein, ich habe auch schon diverse Male gedacht, ich schreibe heute mal ein Buch. Und ja, ich glaube, der Max kennt das auch, dieses Gefühl, okay, ich habe eine Idee für eine Geschichte, die schreibe ich jetzt auf und irgendwann merkt man nach 3, 4 oder vielleicht auch 30 Seiten, verdammt, ich komme nicht weiter und irgendwann lässt man es sein, weil man es auch vielleicht vergessen hat. Also ich finde, da gehört schon echt viel Energie und auch Selbstdisziplin dazu, das durchzuziehen in 3 Jahren. Das ist ja wirklich Zeit. Das stimmt schon. Da bin ich aber auch wieder so perfektionistisch oder so, dass ich sagen würde, ich habe mal ein paar Kurzgeschichten geschrieben, die halt irgendwo auch mal vielleicht noch im Internet rumschwurbeln oder in irgendwelchen Kurzgeschichtensammlungen vielleicht zu finden sind. Aber da, wenn ich da jetzt eben drauf zurückblicke, sage ich, würde ich hier heute nicht mehr so veröffentlichen. Aber so ist es. Ja, das ist aber normal. Entwickelt sich weiter, ne? Ja. 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 Eine Frage. Du als Romanautor, was hilft gegen Schreibblockaden? Uff, das ist so schwer. Also wahrscheinlich, was ich mache, wenn ich nicht schreiben kann, gucke ich einen Film. Hände. Weil Film ist so eine dauerhafte Inspirationsquelle oder ja, Ausdruckquelle aber, oder ja, so. Aber schau mal, ich glaub, das ist das. Guckst einen Film, da musst du drüber einen Podcast machen. Da musst du den Podcast schneiden. Das ist doch noch mehr Zeit, die du verschrödelst. Ja, aber es regt andere Funktion an. Okay. Hast du dich denn. Und dann blüht auch. Hast du dich denn bei Okumbra auch inspirieren lassen von Filmen? Sicherlich. Wahrscheinlich. Anders ausgedrückt, hast du bei Tolkien abgeschrieben? Nee, warte. Also, ich habe mich sicherlich irgendwo inspirieren lassen. Ob mir das dann immer so bewusst ist. Also, manche kleine Anspielungen auf Filme und Serien habe ich auch so eingebaut. Also, der aufmerksame Leser wird ja vielleicht auch das eine oder andere finden. Aber es kann auch durchaus sein, dass es jetzt schon so Parallelen gibt, woran ich gar nicht gedacht habe, aber wo ich sagen würde, ja, doch, stimmt eigentlich. Also im Grunde ist es halt eine klassische Abenteuergeschichte, also mit dem klassischen. Aber es taucht jetzt kein Gundolf oder Perry Hotter drin auf. Nee. Okay, dann ist das schon mal gut.
wenn du Romane schreibst oder Kurzgeschichten, hast du denn auch mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ein Drehbuch zu machen? Ja, ich habe auch schon so eine tolle Drehbuch-App hier auf dem Laptop. Ja, ich habe auch schon ein paar Kurzfilme gedreht oder versucht zu drehen mit einem guten Freund. Ja, also ich habe immer sehr, sehr viele Ideen und dann ist bei mir das Problem, diese Ideen kann ich nicht so einfach umsetzen. Also ich kann zwar ein Drehbuch schreiben, aber wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann will ich es auch filmisch umsetzen und dann habe ich kein Budget dafür und dann lasse ich es. Und dann schreibe ich lieber was anderes oder eine Kurzgeschichte, was man nicht zwingend verfilmen muss, was einfach so existieren kann. Also, aber es besteht die Möglichkeit, dass ich eines Tages ins Kino gehe und dann steht da Regie, Peter Jackson, Drehbuch. Ja, also ich hätte nichts dagegen. Ich würde auch dafür das schreiben, ja. Okay. Max, hast du noch Fragen an unseren Gast? Nee, ich will nur das Geschenk eigentlich. Ich bin nur wegen dem Geschenk hier. Ja, okay. Oh Gott, dann Max, erklär uns doch mal, was es mit dem Geschenk auf sich hat. Oh, jeder Gast wird von uns gezwungen, ein Geschenk mitzubringen. Was heißt Geschenk gezwungen? Nee, es ist eigentlich kein Zwang. Es gebietet einfach der Höflichkeit, würde ich sagen, dass ein Gast ein Geschenk mitbringt. Ja, Paul hat jetzt irgendwas mitgebracht, von dem ich natürlich nicht weiß, was es ist. Du, ich glaube, du weißt es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Paul, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, Junge, denk ans Geschenk, sonst rastet der Rauscher aus, aber war's. Ob das jetzt eine Filmempfehlung ist oder ein Lasagne-Rezept oder, keine Ahnung, 2,50 € im lila Umschlag, keine Ahnung, was da jetzt kommt. Aber Pauli, was hast du denn mitgebracht? Pauli? Ich habe jetzt Pauli gesagt. Ja. Ja, ich habe eine ganz große bunte Kiste voller verschiedener Sachen eigentlich mitgebracht, die aber alle von einem, ja, Künstler sind sozusagen. Also dieser Mann, der heißt Jan-Philipp Zimny. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Oh, der ist groß. Entschuldigung, der ist großartig. Das ist schön, dass ihn jemand kennt. Ja, das ist der kommt aus dem Poetry Slam. Das ist ein Künstler, Autor, der hat auch einen eigenen Podcast. Und der hat eben mit so Poetry Slam Texten angefangen, wo es ganz, ganz viel auf YouTube auch zu sehen gibt. Und der hat auch schon Solo-Programm, wo ich ihn schon mal sehen durfte, was ein richtig lustiger Abend war. Also den finde ich ganz großartig. Okay. Also der kann ich auch nur empfehlen. Jan-Philipp Zimny, awesome, ja. Grandios. Die Telefonkette, grandios. Es gibt, glaube ich, auch sogar einen Film auf Amazon Prime. Mit genau, das ist, ja, es gibt einmal gibt so eine Art Miniserie, die fand ich nicht ganz so gut, aber es gibt auch das zweite Solo-Programm, Kinder der Weirdness, gibt's von ihm und das ist großartig. Das kann man sich mal anschauen. Ja. Nee, hast du ein formidables, super Präsent mitgebracht. Ja. Bin überrascht. Paul, aber eine Sache musst du jetzt bezüglich deines Geschenkes noch erledigen. Und zwar heißt der Mann ja jetzt nicht Schmidt, Müller oder Schneider. Nein, nein, nicht Schneider. Nein, 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 den schreibe ich nicht. Nein! Sondern er heißt ja Jan-Philipp Zimny. Könntest du uns zumindest mal kurz den Nachnamen buchstabieren? Ja, das ist ein Z, ein Y, M, N, Y. Das ist zwei so. Y. Wer kann das? Wetten, dass der den Okumbra findet. Ja, ich will ehrlich sein, ich hätte noch ein kleines Spiel, aber ich glaube, das wird nicht verwendet oder nicht gebraucht, denn wir sind am Ende. Oh. Und ich war nur wegen dem Spiel hier. Ja, verarschen kann ich mich alleine. So. Es war eine große Freude, dich als ersten Gast zu haben. Ich fand, das war sehr interessant. Ich würde gerne weiter noch mit dir reden. Problem ist, wir haben auch so eine zeitliche Begrenzung. Beschwert euch nicht bei uns, sondern beschwert euch bei dem lieben Gott. Eigentlich bei mir, weil tatsächlich bin ich der mit der Beschränkung. Ich will nicht länger schneiden müssen. Der Max ist einfach eine sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Ich bin unter den, in Anführungszeichen, Schnitt. Bin ich derjenige, der eher so ein Schnittfaultier ist. Ich häng dann so kopfüber vom Baum, während die anderen schneiden. Ja, okay, gut. Dann
machen wir jetzt hier auch wirklich mal Schluss. Das war die erste Ausgabe des Telestammtisch Late Night Formats. Ich bin das Du, an meiner Seite war der Max. Sag mal Hallo. Ich meine, ja, nicht Hallo. Ich sag Tschüss, aber tschüss. Egal, ich bin's trotzdem. Ja, wir bedanken uns beide bei unserem ersten Gast, dem lieben Paul. Es war mir eine große Freude, mit dir über ein paar uninteressante Sachen zu reden, die ich dann doch relativ interessant fand. Und ich bin gespannt, wen wir in der nächsten Ausgabe zu Gast haben. Vielleicht wird es hier Elton John, mal gucken. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank auch an euch. Ciao.